Jetzt gut aufgepasst, iCramix.shop, jetzt abchecken. Let's go! Hey Leute, Cramix hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Minecraft hier auf der YouTube-Insel, Leute, was geht ab, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Heute hier auf jeden Fall mal wieder im Farm-Modus unterwegs, ihr wisst, hier auf dem Zweitkanal, Leute, bin ich immer dabei, Aufnahmen vorzubereiten für den Hauptkanal und ich dachte mir heute mal, oh, guckt euch das mal an, wie schön das aussieht, ich dachte mir heute mal, Leute, wir werden gemeinsam mal ein paar Diamanten farmen gehen, weil, Leute, ihr wisst ja, Diamanten sind hier quasi ja so die Währung hier auf der YouTube-Insel, wer viele Diamanten hat, hat viel Geld, ist reich, kann sich viel Sachen kaufen. Und in meinem Hauptkanal-Video heute wollte ich mal zu Stannis neuem Laden gehen, weil der hat sich echt einen krassen Shop gebaut, wo es eigentlich so alles zu kaufen gibt. Voll viel Verzauberungen und, Leute. Aber um da was kaufen zu können, brauchen wir natürlich schön viele Diamanten. Mein Casino hat leider noch nicht so viele Diamanten eingespielt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh. Oh. Okay, kleine Bruchlandung. Deswegen dachte ich mir, wir fliegen hier mal in so eine Höhle, Leute. Ich hoffe, die Höhle wurde hier noch nicht erkundet. Wenn nicht, müssen wir mal noch ein bisschen weiter weggehen. Eigentlich braucht man echt erstmal so einen Nachtsichttrank, bevor man hier rumläuft. Aber naja, okay, Leute. Diamanten findet man am besten schön weit unten. So, fliegen wir mal ein bisschen runter. Ui. Alter, hier ist sogar ein Minenschacht. Oh, laufen wir hier mal ein bisschen rum. Ey, das ist ja echt eine Riesenhöhle. Yo, ey. Was findet man denn hier noch Schönes? Wenn hier so ein Spinnspawner ist. Oh, Namensschild, cool. Mit einem Spinnspawner könnte man ja da sogar eine XP-Farm draus machen. Eisen braucht man eigentlich auch nicht mehr wirklich, oder? Haben wir eigentlich auch genug davon? Brauchen Dias, Leute. Wir sind die Diamantenjäger. Lapis Lazuli braucht man auch nicht. Oh, wenigstens geht es hier schön weit runter direkt. Alter, nice. Wir sind jetzt schon Höhe 0. Das ist ja hier die beste Diamantenhöhe jetzt hier bald. Wobei, neben minus 50. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, wir haben eine Diamantenhöhle gefunden. Alter, wir finden hier einfach straight zwei Adern direkt. Lol. Waren leider nur zwei kleine Adern. Bisschen schade. Aber naja, fünf Diamanten haben wir trotzdem schon mal. Eigentlich hier in der Höhle fliege ich ja nicht rum. Nehmen wir besser mal unsere Rüstung an. Oh, da ist auch nochmal... Alter, Leute, wir haben hier voll die Diamantenhöhle gefunden. Guck mal, hier ist auch noch Diamant. Sehe ich doch direkt schon. Ey, Big Baba Höhle hier. Gold, auch nicht schlecht. Oh, Creeper, du bleibst mal schön weg hier. Ey, ehrenlos. Ehrenlos wurde ich hier runtergesniped, Alter. Oh, da ist eine Kiste. Warte mal, das könnte hier ein Spawner sein. Leute, XP farm. Ja, das ist ein Skelett-Spawner. Ey, meine Güte. Glaub mir, Mr. Skelett, mein Bogen ist besser. Muss ich nur mal treffen. So, weg mit dir. Oh, meinen Bogen müssen wir auch mal langsam reparieren. Krass, schau mal, Leute, wir haben jetzt 17 Diamanten so schnell gefunden. Krass. Bin das gar nicht mehr gewohnt, keinen Elytra anzuhaben. Aber egal, Federfall 4 regelt. Ey, das ist hier wirklich die krasseste Diamantenhöhle, die ich jemals in meinem Leben gefunden habe. Weil die auch so groß ist, Leute. Also wir werden hier safe noch viel mehr Dias finden. Aber kommen wir erstmal hier nochmal zu dem Spawner. Alter, was geht denn hier in der Höhle ab? Ich snack sogar schon einen Goldapfel, weil das hier so krank ist. Name Tags? Okay. Oh, Schallplatten, Dornen, Harpune. Leute, Leute, Leute. Rote Beete-Samen. Braucht man die für irgendwas? Ich weiß gar nicht. Kürbiskern, gut. Braucht man eigentlich gar nicht mal alles hier. Packen wir mal das ganze gute Zeug, was wir hier finden, in eine Schalkerbox direkt mal rein. Okay, also wir können uns die Koordinaten merken und hier mal so eine XP-Farm vielleicht draus machen. Ist halt echt nicht weit. Wobei, Leute, wir können ja einfach die XP-Farm von Armin nehmen. Außer wir dürfen die irgendwann nicht mehr nehmen, Leute. Dann gehen wir einfach hier hin. Minus 1270 und minus 290. Wollen wir uns hier, dann machen wir uns hier eine XP-Farm. Und Armin ist natürlich näher. Okay, wir sind auf der Höhe minus 18. Ey, Leute, ich war real rap noch nie in so einer krassen Höhle. Was geht ab, Leute? Das Ding ist, Leute, wir haben jetzt auch hier die Dead Chests deaktiviert auf dem Server. Also wenn man jetzt stirbt, dann muss man seinen Loot sehr schnell wiederholen, sonst verliert man den. Okay, schade. Irgendwie hier sind gerade nicht mehr so viele Dias. Ich dachte... das wird hier noch wilder. Aber wer weiß, ich glaube, die Höhle ist noch lange nicht vorbei. So, hier unten geht es nämlich auch noch mal weiter. Oh, Diamonds, Leute. Okay, leider wieder nur einer. Was sind das denn hier für Schmalspur-Diamantadern? Oh, hier ist noch mal ein Diamant. Leute, Real Rap, krasseste Höhle hier. Und wie groß das hier auch ist.
Das Nice ist, sie schießen mich an und kriegen aber einfach selbst Schaden. Wegen Dornenverzauberung. Weiß gar nicht, wo ich hier überall noch hinlaufen soll. Ich meine, wir sind auf der Höhe minus 22. Hier könnten überall jetzt schon Dias sein. Aber ich würde sagen, grundsätzlich einfach mal weiter runter. Bro, was ist das denn für eine Riesenhöhle hier? Guck mal, hier Minenschacht, alles läuft hier durch. Das ist krass. Der Kleine hat eine Rüstung an. Wir sind auf Höhe minus 52 und in diesem Riesenraum hier sehe ich keine Diamanten. Das ist krass. Okay, hier war sogar schon mal jemand, Leute. Bin leider nicht der Erste, der hier war. Aber egal, nichtsdestotrotz, wir haben schon 20 Diamanten kurz gesammelt. Vielleicht muss ich doch nochmal in eine Höhle weitergehen. Ein bisschen weiter wegfliegen, wenn hier schon erkundet ist. Kann natürlich sein, dass hier schon viele Diamanten abgebaut wurden. Oh, wir können ja nochmal hier in den Gang reinschauen. Bei dem Endermany. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch viel Dias finden, Leute. Oh, nice. Ja, 11 haben wir jetzt. Okay, cool. Mit den anderen, wie viel hatten wir? 17, das heißt jetzt 28. Ey, Leute, guck mal, wie schnell das geht. 28 Dias, zack, Leute. Wir brauchen mehr Diamonds, damit man hier der reichste Spieler auf dem Server wird. Okay, Höhe minus 16. Also in dieser großen Hauptkammer haben wir herausgefunden, dass da schon mal jemand war. Hier glaube ich aber nicht, weil hier waren ja auch die ganzen Diamanten noch da. Vielleicht sollten wir dann in die Richtung noch lieber mal ein bisschen mehr... Ah ja, perfekt, Leute. Dachte ich es mir doch. Haha. Ich wusste doch, wenn hier noch niemand war, haben wir gute Chancen. Man muss einfach nur logisch denken, Freunde. Überleg gerade, ob ich hier mit der Elytra rausfliegen kann. Boah, Leute, guck mal, wir fliegen einfach hier aus dieser Riesenhöhle mit einer Elytra raus. Whee! Oh, au. Oh. Muss richtig aufpassen, wenn man mit einer Elytra irgendwo dagegen fliegt. Man echt direkt voll den dicken Schaden. Let's go, Leute. Überleg jetzt gerade, sollen wir... Ich flieg mal nochmal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir ja mal noch irgendwas Krasses. Bin ja noch nie so wirklich weit einfach mal mit der Elytra geflogen. Bisschen auf Erkundungstour heute angelehnt. Da ist ein kleines Dorf da unten. Ich vermute aber schon fast, dass das mal abgecheckt wurde schon. Von den anderen. Ist halt die Frage, ob es überhaupt noch irgendwas Interessantes für uns in Dörfern gibt, weil wir haben ja eigentlich echt schon alles. Ah, das sieht auch ziemlich gelootet. Ja, okay, das wird gelootet, Leute. Ah, okay, da waren wir auch schon. Oh, guck mal, hier ist noch so ein Aussichtsturm. Wie viele die von den Türmen haben. Kann man eigentlich mal ein bisschen noch den Loot abchecken? Ah, okay, wurde schon gelootet. Ey, das ist so schlimm. Die anderen waren hier wirklich schon überall gefühlt. Seit hier mit Elytra rumgeflogen wird, wurde hier alles schon erkundet. Oh, hier ist sogar mal eine Riesenwüste. Wurde bestimmt auch schon von den anderen erkundet. Was sind das da für Lichter am Boden? Ah, da sind diese Seegurken, die so leuchten. Oh, da sind Korallen, Leute. Auch schön eigentlich. Ein paar Korallis, kann man die abbauen? Ah, aber die sterben dann so ab, Leute. Ah, da braucht man bestimmt Behutsamkeit dafür. Abgestorbene Koralle. Ja gut, das bringt uns nichts. Da muss man bestimmt mit Behutsamkeit abbauen. Boah, voll schön, wie das hier aussieht. Krass. Naja, Leute, aber ein paar mehr Dias haben wir auf jeden Fall gefunden. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal wieder zurück, Leute. Let's go. Ach, Freunde, bevor ich es vergesse, ich wollte ja auch eigentlich noch einmal nochmal schnell ins End reingehen. Weil ich noch so ein paar von diesen Leuchtstäben brauche. Weil das Ding ist, ich habe mir jetzt noch so eine kleine Kaktusfarm gebaut. Da brauche ich auch noch so ein paar von den Leuchtstäben. Hier vorne müsste eigentlich gleich irgendwo das Ding kommen. Aber die Map lädt hier so langsam immer. Müsste eigentlich hier sein. Jetzt müssen wir nur einmal gucken, dass ich noch genug Raketen dabei habe. Aber ja, perfekt. Hab natürlich immer ein paar dabei, Freunde. Und an sich für unseren Kistenraum bräuchten wir auch noch ein paar mehr von den... oh Gott. Habe ich jetzt hier das Wasser weggemacht. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar mehr von den Schalker-Kisten für unseren Kistenraum, aber das ist halt echt sehr, sehr aufwendig zu farmen. Deswegen gehen wir uns einfach nur noch ein paar Leuchtstäbe holen fürs Erste. Ah, hier sind ja sogar noch direkt ein paar davon. Hier ist auch noch ein Leuchtstab, nehmen wir auch direkt mal mit. Wobei, Leute, ich fliege immer in die Richtung. Wir fliegen mal in die andere Richtung. Da kommt dann vielleicht irgendwas, was wir noch nicht kennen. Warum lädt denn hier in die Richtung gar nichts? Macht ja gar keinen Sinn gerade. Ey, dann fliegen wir einfach mal in die Richtung hier. Ey, kann hier mal bitte eine End-City kommen? Was ist denn hier los? Hä? Hier kommt ja gar nichts in die Richtung. Ja, voll dumm.
Ach, okay, doch. Nevermind, hier kommt endlich mal was. Ey, da ist sogar ein Schiff. Aber ich glaube, das wurde schon gelootet. Nein! Warte mal, ich glaube, ist das sogar ein ungelootetes? Max, Armin schreibt, Max, wo bist du? Auf Reisen. Warum? Warte mal, ich wette, hier kriegen wir sogar noch eine Elytra, Leute. Ah, nein, okay, die Elytra wurde hier schon gerippt. Schade. Ey, die haben sogar einen Helm da gelassen. Naja, okay, die Elytra wurde hier leider schon mitgenommen. Aber, also ich hätte gedacht, es wurde hier noch nicht gelootet, weil die haben nicht mal den Drachenkopf hier weggenommen. Also wer hier war, Leute, der hat wirklich einfach nur schnell eine Elytra sich gezogen. Wir nehmen natürlich den Drachenkopf mit, Freunde. So, jetzt können wir zumindest schon mal eine weitere Kiste machen. Also das ist wirklich aufwendig, die Teile zu farmen. Ah, 14 Leuchtstäbe. Ich glaube, damit können wir mal den weiteren Farmraum machen. Wobei, man braucht schon relativ viele von den Leuchtstäben. Nein, 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 nein. Oh, ausgewichen. So, zack, zack. 23. Ich würde sagen, Leute, wir sind nicht mehr allzu lang. Bleiben wir jetzt hier. Wegen Essen, Raketen, Elytra, alles Mögliche. 27. So, hier, die da oben können wir noch mitnehmen. Ja, ich denke mal. Oh. Ich denke, das wird reichen, Leute. Okay. Fliegen wir zurück zur Insel. Wir müssen zu minus 800. Okay, da hat sich ja nicht viel verändert. Aber halt hier den Wert zu 500. Okay, also jetzt einfach 1500 Blöcke in die Richtung. Das ist so krass, wie viel Leben man immer mit einer Elytra verliert. So, und da ist auch schon wieder das Portal zurück. Sehr gut, Freunde. Und schön wieder zurück in die normale Welt. Perfekt, Leute. Aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein von dem Video. Haben auf jeden Fall einige Dias gefarmt, haben neue Leuchtstäbe gefarmt hier, um das Haus weiterzubauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kranix.